habe doch gerade eben das Pferd gesehen, das hier umhergelaufen ist. Das ist bestimmt nicht das Pferd unseres Freundes hinten, dessen Schädel wir finden sollen. Vollkommener Blödsinn. Ich suche gerade eher nach Höhlen, da vorne, Seelenhöhlen. Schon ein trauriger Ort. Vor allem, weil die Seelen, die hier sind, auf ewig hier sein müssen. Und keinen fliehen. Zorn, Mann. Jetzt nicht mehr. Woher seid ihr gekommen? Wow! Ja. Schön, dass der eine Drachenknochenrüstung anhat. Sehr nett. Mann, oh Mann, oh Mann. Was für ein Monster. Drachenknochen-Streitaxt, wisst ihr? Würde ich gerne mitnehmen, brauchen wir aber nicht. Zumal wir einfach nur dauernd zu schwer beladen sind. Werf doch die Bücher weg. Nein, ich will die Bücher nicht wegwerfen. Ich hätte nur vorher mein Inventar ausräumen sollen, das wäre schlau gewesen. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir den nicht mehr wiederfinden, den Helm. So, ist auch schade drum, aber es ist egal. Als nächstes werfen wir am besten ein paar Erze weg. Ich frage mich, wie viele Seelenhöhlen wir genau haben. Moment, Zutaten. Okay, sonstige Seelenhülle. Oder auch nicht. Was ist denn Seelenhülle? Sonstiges ist es nicht. Essen? Gut, wir haben 18. Zornmann beschwören, wirklich? Wer ist da? Weiß ich nicht, Serana, wer ist denn da? Oh, Zornmänner. Tschüss.
euch eine Lehre sein. Na hallo. Bitte, mach diesem Elend ein Ende. Nee, ich werde hier keine Seelen töten, tut mir leid. Schnitterhöhle. Nein. Hey, das ist der Ort. Hier gibt es einen geheimen Endgegner. Die Schnitterhöhle. Ich weiß aber nicht, was man machen muss. Was haben wir denn hier? Eine Schale, ein Behälter. Hier kann man einen geheimen Boss beschwören. Den Schnitter. Machen wir auf jeden Fall, nur man braucht dafür Gegenstände. Ich weiß nicht genau was. Aber es würde ich auf jeden Fall gerne machen. Die hier auf ewig gefangen sind. Es scheint fast so, als würden sie immer noch leiden. Oh. Oh. Woher seid ihr gekommen? Notiz. Die warnten mich davor, dieses Portal zu durchschreiten. Doch was sollte ich fürchten? Ich habe über die Jahre schon viele Abenteuer erlebt und dabei noch nichts gesehen, das ich nicht verprügeln konnte. An diesem Ort jedoch, es gibt hier nichts Lebendes. Nur herumhuschende Tote, die eigentlich begraben sein sollten. Ich kann ihre Knochen an den Felsen kratzen hören und sie klappern beim Gehen. Sollte ich es zurück nach Hause schaffen, hänge ich mein Schwert an den Nagel und gehe nie wieder vor die Tür. Er hat es leider nicht nach Hause geschafft. Okay, ich glaube, das Beschwören vom Schnitter, ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, wird deutlich schwieriger als gedacht. Ein bisschen Vorbereitung braucht man. Wir waren auf jeden Fall vorhin bei diesem Schrein da, bei diesem Stein. Dieser große schwarze Stein, der uns Lebensenergie abgesaugt hat. Da waren wir richtig. Hey, da ist er ja wieder. Hey, Pferdchen. Boah, ist der gruselig. Also seinen Schädel müssen wir irgendwo finden. Ich mir schon, aber muss wirklich ein großer Notfall gewesen sein. Mein Ziel fürs nächste Mal wäre es dann auf jeden Fall, den Schnitter zu beschwören. Wobei ich mir dafür dann am liebsten mit Hilfe irgendwelcher Karten ein bisschen Rat holen würde. Damit wir eine grobe Orientierung haben. Mächtige oder große Seelensteine können auf die Apparatur gelegt werden. Seelenstein hinlegen. Gott, wir haben aus dem großen Seelenstein einen schwarzen Seelenstein gemacht und dadurch Seelen herbeibeschworen. War wieder grausam, oder? So. Ich weiß nicht. Autsch. Weg mit dir. Das ist schon ein bedeutsamer Ort hier, oder? Ich weiß noch, wie man kämpft. Eine in der Verbesserung auf 99 schon wieder. Euch kämpft es sich gut.
Danke, Serana. Das weiß ich zu schätzen. Großer Seelenstein. So, okay. Sehr interessant mit dem Blitzableiter. Und da in dieser Art Festung finden wir also dann Veronica. Was? Was wollt ihr? Hey, da ist er! Joop! Was genau macht ihr denn da? Wie soll ich denn bitte an der Neuverfassung meines Werkes arbeiten, wenn ich ständig so prüde unterbrochen werde? Euer Werk? Wovon sprecht ihr? Was soll das heißen? Ganz richtig. Hätte ich nicht die ganzen Seiten verloren, wäre ich jetzt nicht in diesem Dilemma. Und dieses Gespräch würde gar nicht erst stattfinden. Warte doch mal bitte. Joop, fangen wir ganz von vorne an. Also gut. Etwas Zeit kann ich wohl entbehren. Ich bin Joop. Die einen nennen mich Schutzpatron Joop. Die anderen Joop den Auslöscher. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört. Um ehrlich zu sein, nein, ich habe noch nie von euch gehört. Ich kann nicht behaupten, dass mich eure Antwort überrascht. Solange mein zweiter Band nicht veröffentlicht wird, kann niemand von meinen Großtaten erfahren. Ihr sprecht also von einem Buch. Will er dafür etwa diese Seiten haben, die wir gefunden haben? Ich würde ein Epos mit 26 Bänden nicht einfach nur als Buch bezeichnen. Sicher habt ihr von der Aufstieg und Fall von Schutzpatron Joop dem Auslöscher, Held von Morrowind und Erlöser der Dunmeer gehört. Naja, vielleicht wäre ein kürzerer Titel auch in Ordnung. Nee. Eigentlich nicht, muss ich sagen, aber wie läuft es denn bis jetzt mit eurer Arbeit? Ich finde, tut mir echt leid, aber die Dialoge sind so komisch geschrieben teilweise. Irgendwie. Er sagt, ihr habt doch sicherlich schon mal von mir, dem großen Helden, gehört. Was können wir antworten? Vielleicht wäre ein kürzerer Titel auch in Ordnung, oder wie läuft es bis jetzt mit eurer Arbeit? Ich würde gerne sagen, nein, ich habe leider noch nicht von eurem Namen gehört. Aber gut. Mein Controller will auch nicht mehr. War jetzt gemein. Es macht ja Spaß, aber ich verstehe es halt nicht. Die Dialogoptionen sind teilweise echt merkwürdig. Furchtbar. Einfach furchtbar. Ich war gerade im Schreiben des zweiten Bandes vertieft, als sie mich einfach in dieses Gefängnis warfen. Das ist so ungerecht. Okay, macht Sinn. Die Frage war auf das Schreiben seines zweiten Werkes bezogen. Und wer hat euch hier festgesetzt? Dieser verdammte Dremora mit seinen Schergen. Sie ließen mich nicht einmal erklären, wer ich bin. Ein Dremora nahm euch gefangen? Das nehme ich an. Er wirkte mit einem merkwürdigen schwarzen Kristall einen Zauber auf mich. Ehe ich mich versah, kam ich hier an. Eure Seele wurde also gefangen genommen. Meine was? Moment, das bedeutet... Joop, wie soll ich das sagen? Es tut mir leid, aber... Ihr seid tot. Nein. Verlorene Monate oder waren es Jahre? Ich kann mich nicht einmal erinnern, wie viel Zeit vergangen ist. Nun wird nie jemand von meiner Arbeit erfahren. Mein Name wird in Vergessenheit geraten. Oh Mann. Aber abgesehen davon, dass er durch einen Blick auf seine eigenen Arme seine geistliche Präsenz hätte wahrnehmen müssen, muss das echt ein harter Schlag sein, oder? Er denkt, er ist hier in einem Gefängnis eingesperrt und erfährt jetzt nach Monaten oder Jahren, dass er tot ist. Ja, könnte ich euch vielleicht helfen, eure Namen zu bewahren? Vielleicht habt ihr eine Möglichkeit, diesen Ort zu verlassen. Er nimmt es aber doch relativ gefasst, oder?
Ja, ich schon, aber ihr könnt so nicht verschwinden. Ich vielleicht nicht, mein literarisches Werk aber schon. Um den zweiten Band meines Werkes zu schreiben, brauche ich die Notizen meines ersten Bandes. Sonst muss ich das alles aus dem Gedächtnis niederschreiben. Und wie viele Seiten habt ihr verloren? Bitte 11, bitte 11. Als ich hierher gebracht wurde, hatte ich einen Schwächeanfall. Dabei ließ ich die Seiten fallen, die ich in meinen Händen hielt. Es waren insgesamt 10. Findet sie für mich bitte. Ich flehe euch an. Naja, das ist ja echt gut machbar. Ein ungeduldiger Heiliger. Findet Seiten von Schutzpatron Hiobs Werk. 4 von 10. Ist ja alles schon gut. Aber die eine konnte man nicht aufheben. Und warum würde ein Dremora euch angreifen? Euch? Was für eine alberne Frage. Jeder, der hier vorbeikommt, hat erzählt, dass sich überall in Tamriel Oblivion-Tore geöffnet haben. Das war ein paar Jahre vor meiner Zeit. Ist es schon so lange her? Meine Güte. Nun, es begann alles damit, dass die Anhänger von Merones Dagon Kaiser Uriel Septim den Siebten ermorden ließen. Ohne ein Septim auf dem Thron des Kaiserreichs konnte Dagon das Reich des Vergessens durch die Tore verlassen und angreifen. Ja, der beschreibt gerade eben die Handlung von Oblivion. Und warum konnte Dagon das tun? Ich habe nur gehört, dass die Drachenfeuer im Tempel des Einen nicht mehr entfacht werden, wenn der Thron des Kaiserreichs nicht durch einen Septim besetzt ist. Aus diesem Grund waren wir gegenüber den Kräften aus dem Reich des Vergessens verwundbar. Ja, was ist danach passiert? Ihr müsst wissen, also, wenn es irgendein Spiel gibt, das euch zeigt, dass die Welt so richtig, Entschuldigung für den Ausdruck, mit dem Arsch aufs, ne? Wie sagt man, aufs Grundwasser oder wie sagt, Grundeis stößt, Oblivion. Leute, ihr habt einfach alle 10 Meter ein Oblivion-Tor, durch das Daedras rauskommen. Die ganze Welt geht den Bach runter, wirklich. In Oblivion, nachher. Ihr müsst das so, euch das so vorstellen. Ihr habt quasi wie in Skyrim die Welt, wie Himmelsrand. Da habt ihr überall Hotspots, in Anführungszeichen, wo immer wieder Oblivion-Portale erscheinen. Ihr könnt sie schließen, aber sie kommen wieder nach einer Zeit. Sobald ihr in die Nähe eines Tores kommt, färbt sich der Himmel schwarz, also rötlich. So eine böse Atmosphäre, oh. Und irgendwann lauft ihr rum und ist fast immer rot. Und ihr wisst einfach nur, Scheibenkleister, bald ist es vorbei. Also, ich rede doch mit dir. Mann! Es fehlt noch mehr als hier. Was für eine alberne. Nun, ohne einen. Mann, oh Mann. Ja, wie gesagt, also, es ist echt grausam. Was ist danach passiert? Nun, keine Ahnung. Alles schien in bester Ordnung, bis mich dieser Tremora angegriffen hat. Ich hörte erst später von anderen Seelen von diesen Toren. Ich kann nur annehmen, dass die Tore inzwischen wieder geschlossen sind. Ja, sie sind geschlossen. Und zwar durch die Opferung von Martin Septim, den letzten richtigen Septim. Wo wurdet ihr gefangen genommen? Ich selbst war gerade von meinem Stammhaus in Morrowind auf den Kontinent Syrodiil gezogen. Ich ließ mich in Quarch nieder, um meine Memoiren zu verfassen und etwas Ruhe und Frieden zu finden. Seid ihr dort angegriffen worden? In der Tat. In einem Moment war ich noch in meine Arbeit vertieft, im nächsten fliegt meine Haustür weit auf. Es war eine Dremora-Gruppe. Die Stadt wurde angegriffen. Ich sah in dieser Entwicklung eine weitere Gelegenheit, mich auszuzeichnen und machte den Kampf gegen die Dremora zu einer persönlichen Angelegenheit. So ist er also letztlich auch zu dieser, ich sag mal, Heldenperson geworden. Ja, ich nehme aber an, dass das nicht funktioniert hat. Ich stehe als Schatten meines einstigen Selbst vor euch. Das
dürfte Antwort genug sein. Ich habe nie erfahren, was aus Quark wurde. Ich frage mich, ob sie ohne mich siegreich waren. Ja? Wie lustig. Also, in Oblivion werden wir Quark retten. Lustigerweise. Ja, wer hat euch eure Spitznamen gegeben? Das sind ja ganz schön viele. Ach ja, Schutzpatron Giub. Giub der Auslöscher, Giub der Grandiose. Viele dieser Titel verdanke ich meinem Kampf gegen die geflügelte Bedrohung. Geflügelte Bedrohung? Also Flügel sehe ich da jetzt wirklich nicht. Ja, ich spreche natürlich von den Klippenläufern. Elende Kreaturen. Sie schwirrten am Himmel von Morrowind herum wie Ungeziefer. Es sind scheußliche kleine Kreaturen, die gerne die Unachtsamen überraschen. Und bevor ihr jetzt denkt, Klippenläufer, hört sich ja total süß an. Leute, die sind furchtbar. In Morrowind lauft ihr Klippen entlang, Schluchten und auf einmal... Und ihr guckt nach oben und da sind einfach 5 Stück über euch. Das ist furchtbar. Ihr kommt von rechts und links von der Klippe runtergeflogen und dann geht's los, ey. Ja, woraus bestand euer Feldzug gegen sie? Nach meiner Befreiung aus dem Gefängnis wollte ich mein Leben verändern. Den Bewohnern von Morrowind etwas zurückgeben. Es wurde sehr schnell klar, dass ich am besten durch die Beseitigung der Klippenläufer helfen konnte. Und hattet ihr denn Erfolg? Oh ja, ich habe jeden Einzelnen gejagt und getötet. Hat Jahre gedauert. Die Bewohner von Morrowind haben mich aus lauter Dankbarkeit für ihre nun wieder sicheren Straßen Schutzpatron Giub genannt. Dem sollten weitere Namen folgen. Ich habe das jetzt leider nicht mehr im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob wir den in Oblivion mal treffen, glaube ich nicht. Aber das kann ja nicht, der stirbt ja während der Verteidigung von Quark. Aber ob die von ihm reden, weiß ich gar nicht. Oder in Morrowind irgendwo, weiß ich nicht. Ich werde jetzt nachgucken. Ihr sagtet, ihr wäret im Gefängnis gewesen, das klingt ja nicht so heldenhaft. Es war ein finsterer Abschnitt meines Lebens. Ich tat vieles, was ich später bereute. Vielleicht habe ich nach meiner Befreiung deshalb so hart für die Begleichung meiner Schuld gearbeitet. Was habt ihr denn getan? Ich tötete für Geld und malt euch jetzt nur kein romantisches Leben als Mitglied einer Gilde oder eines Geheimbundes aus. Ich war einfach nur süchtig nach Skooma und brauchte das Geld. Das Zeug war nicht billig. Und für Auftragsmörder schien es immer Arbeit zu geben. Ja, ist aber auch wieder verrückt, oder? Ein Mann, drogenabhängig, wird zum Mörder. Vollbringt dann gute Taten und wird dann zum Helden. Komisch, ne? Wie schnell dann doch eigentlich die Meinung... Na gut. Wie wurdet ihr gefangen genommen? Ich habe mich an einem zu großen Brocken verschluckt. Man heuerte mich an, um einen hochrangigen Offizier des Hauses Redoran zu ermorden. Ich wusste jedoch nicht, dass auch jemand Morak Tong auf ihn angesetzt hatte. Oh wei, oh wei. Also haben zwei rivalisierende Assassinen aufeinander getroffen. Sind zwei aufeinander getroffen. Genau. Ziel vor mir und rief die Wachen, um seine Spuren zu verwischen. Als ich dann dort eintraf, herrschte bereits Alarmbereitschaft. Ich bin direkt in eine Falle getappt und habe es erst bemerkt, als ich festgenommen wurde. Und was ist euch dann zugestoßen? Man hat mir wegen Mordes den Prozess gemacht. Mich auf ein Gefängnisschiff verfrachtet und mich schließlich ins Gefängnis von Vivek gebracht.
Dort hatte ich jedenfalls viel Zeit zum Nachdenken. Also eine sehr, sehr interessante Person. Meine Güte. Danke fürs Suchen. Ich weiß nicht, was ich ohne meine Seiten... Nannte ich es die große Jagd? Oder einfach nur die Jagd? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich dir leider auch nicht sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich mag so Menschen eigentlich nicht. Drogenabhängig und dafür andere umgebracht, das ist eigentlich für mich schon so ein... antisympathisch sozusagen. Okidoki. Trotzdem müssen wir seine Seiten finden. Und ein Pferdeschädel brauchen wir auch noch. Bringe Avaks Schädel in deinen Besitz. Okay. Wenn man vom Teufel spricht. Nebelmann. Na, grüß dich, Freund. Tschüss. Weg mit euch. Arvaks Schädel. Serana, alles gut? Ich helf dir mal. Sein. Bringe Avaks Schädel zurück. Da vorne. Hey! Ich habe dein Pferd gefunden. Mal ganz kurz Interesse halber. Avaks Schädel. Arme Pferd, oder? Arvak! Ihr habt ihn gerettet. Seine Seele ist frei. Ich kann es fühlen. So ein treues Tier. Lasst mich euch beibringen, wie man es herbeiruft. Er wird euch helfen, diesen Alter und Ort zu bereisen. Aber ich bin mir sicher, dass er an einem sonnigeren Ort viel glücklicher wäre. Lebt wohl. Und passt gut auf Arvak für mich auf. So ein edles Ross. Versprochen. Verschwindet er jetzt? Tatsächlich. Und wir können jetzt Avak herbeirufen. Schreie. Kräfte. Okay, oder auch nicht. Wie kann ich Avak denn herbeirufen? Kräfte. Bestiengestalt, Schatten von Nocturnal. Stimme des Kaisers. Geschwächte Seele, da ist es ja. Um 45 Punkte gesenkt, ja, ist ja in Ordnung. Schreie, Aura flüstern Eisform. Beschwörung. Arvak beschwören. Überladen, wisst ihr, ich hasse es langsam. Okay, Avak beschwören. Hoho, na hallo. Hoho. Okay, es ist gruselig. Es ist gruselig, oder? Gibt es zu. Ihr dürft es ruhig sagen. Okay, gehen wir mal hier nach oben. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal haben wir einige Dinge zu erledigen. Wir müssen nämlich im Boot oder über... Können wir da reinspringen? Wow! Was zum Teufel war das? War eine Teleportation oder sowas? Ja, beim nächsten Mal müssen wir einiges sammeln, wollte ich sagen. Haben wir die 25 Höhlen? Ne, fehlt noch eine. Vielleicht der hier.
beinahe wie ein Drache angehört hier. Es geht los. Weg mit dir. Ach, das ist Awag unten. Okay, das Ding unten war definitiv eine Teleportation. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal, Leute, müssen wir einige Schriften sammeln. Dort in der Festung wartet unser Ziel auf uns, aber vorher gibt es hier noch mehr als genug zu erkunden. Wir müssen die Schriften finden, wir müssen Awag ein wenig einreiten, wir müssen noch eine Seelenhülle finden und so weiter und so fort. Ihr seht schon, es gibt noch sehr, sehr viel zu entdecken. Hier im Seelengrab. Vielen Dank fürs Zuschauen bei The Elder Scrolls 5 Skyrim und bis zum nächsten Mal.